Es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für eine neue Folge News Up. Bevor ihr frisch frisiert zu eurem Wochenend-Shopping-Termin radelt, kommt hier noch alles, was diese Woche zwischen Rhein und Main wichtig ist. Und das sind unsere Themen heute. Lockdown mit Öffnungsstrategie, AfD wird bundesweit von Verfassungsschutz beobachtet, Reitsport in Panik vor Herpesvirus, Nobelpreis für Forscherin von BioNTech, Instagram-Kanal sorgt bei Schalke 04 für Wirbel. Der Lockdown wird grundsätzlich bis zum 28. März verlängert. Das haben Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefin gestern in einer weiteren Bund-Länder-Sitzung beschlossen. Es soll aber je nach Lage der Infektionszahlen viele Öffnungsmöglichkeiten geben. Vereinbart wurde eine stufenweise Öffnungsstrategie mit eingebauter Notbremse. Führen also einzelne Lockerungen zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen in einer Region, werden automatisch alle schon erfolgten Erleichterungen wieder gestrichen. Der Wert dafür liegt nach dem Beschluss der Länderchefin und der Kanzlerin bei 100 pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen. Von kommenden Montag an sollen in Rheinland-Pfalz wieder private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem anderen Haushalt möglich sein. Die Treffen sind aber auf maximal 5 Menschen plus Kinder bis 14 Jahre beschränkt. Rheinland-Pfalz bildet gemeinsam mit Schleswig-Holstein eine Ausnahme. Die beiden Bundesländer sind die einzigen mit einem Inzidenzwert von knapp unter 50. Deshalb dürfen weitere Geschäfte wie Buchhandlungen und Gartengeschäfte wieder öffnen. Voraussetzungen sind Kundenbeschränkungen und Hygienekonzepte. Alle Details, wie Hessen und Rheinland-Pfalz die Corona-Regeln umsetzen, haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Guckt da gerne mal rein. Angela Merkel warnt allerdings vor einer dritten Welle und sagt auch, der Frühling 2021 werde anders sein als der Frühling im vergangenen Jahr. Dabei spricht sie von starken Helfern. Damit meint sie die Impfstoffe und weitere Testmöglichkeiten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Aber was genau heißt das jetzt eigentlich? Das bedeutet, dass die Partei deutschlandweit mit nachrichtendienstlichen Mitteln observiert werden kann. Der Verfassungsschutz kann dann zum Beispiel eingeschränkt Telefongespräche abhören oder Informationen abgreifen. Außerdem können sogenannte V-Leute eingeschleust werden, die für Geld mehr Informationen an den Verfassungsschutz weitergeben. 6 Turnierspitzenpferde aus Deutschland sind in den vergangenen Tagen an einem gefährlichen Virus gestorben. Auf dem internationalen Turnier CES Valencia ist das sogenannte Equinen-Herpesvirus ausgebrochen. Wie das Virus auf dem Turnier ausbrechen konnte, ist noch nicht geklärt. Tierärzte und die FEI sprechen bei dem Ausbruch in Valencia von einer sehr aggressiven Variante des Virus. Diese führt zu neurologischen Bewegungsstörungen bei den Tieren und letztendlich zum Tod. Zurzeit befinden sich noch immer viele ReiterInnen und TierärztInnen in Valencia, um die erkrankten Pferde zu retten. Nun wurden auch Turnierpferde in Doha positiv auf das Virus getestet. In Katar soll ab heute die Global Champions Tour mit Weltklasse-Reitern starten. Das Turnier soll laut FEI stattfinden. Währenddessen hat die FN alle weiteren Turniere und Veranstaltungen in Deutschland bis zum 28. März abgesagt. Auch internationale Turniere in Frankreich, Belgien und weiteren Ländern wurden gecancelt. Katalin Karikó wurde ausgelacht, degradiert und verstoßen. Doch sie legte den Grundstein für das BioNTech-Vakzin. Jetzt wird sie als heiße Kandidatin für einen Nobelpreis gehandelt. Denn die Biochemikerin hat den künstlich hergestellten Boten-RNA mitentwickelt. Das ist ein Botenmolekül, das genetische Informationen der DNA an die Proteinfabriken der Zellen außerhalb des Zellkerns liefert und somit das Immunsystem stimuliert. Seit 2013 ist sie als Senior Vice President ein Teil von BioNTech. Mit dem von ihr miterforschten Boten-RNA konnte der Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt werden. Auch gegen andere Krankheiten soll das Molekül eingesetzt werden, zum Beispiel gegen Multiple Sklerose und bestimmte Krebsarten. Bei Fußball-Bundesligist Schalke 04 kommt momentan echt alles zusammen. 18. Tabellenplatz, nur ein Sieg aus 23 Spielen und in der vergangenen Woche schon den 3. Trainer rausgeschmissen. Wahnsinn! Als wäre das nicht schon genug, hat ein Instagram-User jetzt einen Account mit dem Namen Massimo Schüpp erstellt. Hintergrund der Geschichte: Ex-Trainer Christian Kroos hat mal in einer Pressekonferenz über die Spieler Massimo Schüpp und Can Erdogan gesprochen. Dabei heißen die Spieler eigentlich Alessandro Schöpf und Can Bossogan.
Der Trainer kannte also die Namen seiner eigenen Spieler nicht. Oh Mann. Auf dem Account geht's jetzt natürlich heiß her und auch Alessandro Schöpf zählt zu den inzwischen schon rund 1500 Followern. Am Wochenende empfängt Schalke übrigens Mainz 05, also Platz 18 gegen Platz 17, der absolute Abstiegskracher. Für beide Teams geht es um drei extrem wichtige Punkte. Bei Schalke vielleicht ja auch mit Schöpf und Boztogan. Das war's mit News Up für diese Woche. Werft gerne mal einen Blick in unsere Infobox, da haben wir euch alle Artikel zu den Themen verlinkt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bleibt gesund und denkt immer dran, das Wochenende ist in Sicht.